Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TDU City. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einem Programm eure Daten ganz sicher löschen könnt. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, warum brauche ich dafür ein spezielles Programm? Ich kann doch einfach mit dem Windows Explorer löschen, also ganz normal. Ja, dies gilt, nur es ist sehr einfach, diese Dateien wiederherzustellen. Warum es so einfach ist, ist ganz einfach. Diese Datei wird einfach in den Hintergrund geschoben sozusagen oder so, es wird eine kleine Schicht drüber gelegt und der Platz wird einfach zum Überschreiben wieder freigegeben. So, damit das Ganze nicht wieder hergestellt werden kann, die Datei oder die Dateien, die auf der Festplatte sind, auf dem USB-Stick oder wo sonst auch, dafür brauchen wir das Programm Eraser, Link natürlich auch in der Videobeschreibung unten. Das Programm ist auf Englisch, das stört uns aber nicht. Wir gehen zum Download. Downloaden ist beim Chip-Server. Laden das Ganze herunter und installieren es. Achtung, bei der Installation darauf achten, dass keine Häkchen drin sind bei Sachen für andere Programme. Dies ist standardgemäß nämlich bei fast allen Sachen so, deswegen da aufpassen, damit keine unnötigen Sachen dabei kommen. So, dann starten wir das ganze Programm mal, den Eraser. Und so sieht das hier schon aus. So, lösche ich den mal hier, den Dingens haben, der wurde schon erledigt. So, als erstes gehen wir auf Settings. Dort können wir dann einstellen, ja, die Sprache ist natürlich nur Englisch hier, integrate den Eraser den Windows Explorer. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Rechtsklick hier auf dieses Bild mache, kann ich hier auf Eraser klicken und dann Erase. Dafür sind diese Einstellungen hier gedacht. Die Goodman-Methode bedeutet, die Datei wird 35 mal überschrieben. So, erstmal jetzt dieses 35 mal überschrieben, hört sich ein bisschen komisch jetzt an. Was macht das Programm eigentlich? Der Platz, den die Datei gebraucht hat, der wird halt freigegeben und es wird dieser Platz wird mit Nullen und Einsen ganz random überschrieben. Und diese 35 Mal bedeutet, 35 Mal werden verschiedene Nullen und Einsen hingeschrieben, die überhaupt keinen Sinn ergeben. So, dadurch wird halt verhindert, dass die Wiederherstellung unmöglich wird. Da kann man hier verschiedene Methoden anwählen, wie oft es halt überschrieben werden soll. Meiner Meinung nach reichen dreimal, also 3 Passes, ein Pass oder zwei, also einmal oder zweimal ist auf jeden Fall zu wenig, meiner Meinung nach. 3 reicht und 35 Mal finde ich etwas viel. Man kann natürlich auch eine Mittelmethode nehmen, wie zum Beispiel 7 Mal oder so. Da kann man sich dann was aussuchen, aber ich empfehle mindestens mal 3 zu nehmen. So, dann stellen wir das Ganze hier ein, zum Beispiel ich nehme jetzt diese 3 Mal hier. Hier kann man dann noch sagen, die Pseudonym-Data, die stellen wir einfach auch genauso auf 3. Und das hier lassen wir so, weil da kann man eh nichts anderes einstellen. Dann klicken wir oben auf Save Settings, wenn diese Einstellungen fertig sind. So, das Ganze wurde gespeichert. So, entweder wir gehen jetzt zu der Datei hin und sagen Rechtsklick und dann Eraser, Erase, dann macht ihr das Ganze. Diese Datei möchte ich jetzt aber gerade noch behalten, denn es gibt noch andere Sachen, die man mit dem Programm machen kann. Also ist es, bezieht sich alles aufs Löschen, aber nicht nur einzelne Dateien oder Ordner. So, dann klicken wir hier oben neben Erase Schedule auf diesen Pfeil. Dann erscheint das hier, dann klicken wir auf New Task. Dann öffnet sich ein weiteres Fenster. Run manually lassen wir so. Run immediately bedeutet, dass es direkt dann ausgeführt wird, sobald wir einen Auftrag hinzugefügt haben. Run on restart, also wenn der Computer neu gestartet wird. Und recurring, keine Ahnung gerade, ist auch relativ... recurring, wenn wir das anwählen, dann können wir hier einstellen, diese Sachen täglich, an wie vielen Tagen und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel bei einem Ordner, der benutzt wird und öfters neue Sachen reinkommen, man nicht jedes Mal sagen möchte, ja, hier, mach mal alles weg. So, wir fügen einen neuen Auftrag hinzu, indem wir Add Data klicken. Jetzt können wir hier erstmal nochmal die Methode auswählen. Wie das Ganze arbeitet, habe ich ja gerade schon gesagt. Es wird random mit Nullen und Einsen überschrieben, der Platz, an dem sich die Datei befunden hat. Ich nehme wieder hier diese
dreimal. Jetzt können wir hier zwischen vier verschiedenen Methoden entscheiden, wobei ich sagen muss, die vierte Methode weiß ich leider gerade nicht genau, für was das stehen soll. Egal, fangen wir mit Methode 1 an oder Option 1. Da können wir hier einfach auf Browse klicken und wählen einen bestimmten Pfeil aus, den wir löschen wollen. Oder Methode 2, wir klicken auf Files in Folder, dann können wir einen Ordner aussuchen, in dem sich die Datei befindet oder besser gesagt die Dateien, die sich in dem Ordner befinden. Den Ordner wählen wir halt aus, dann werden die da gelöscht, random mit 0 und 1 überschrieben, Wiederherstellung unmöglich. Und dann können wir hier noch sagen, dass der Ordner gelöscht werden soll, wenn diese Operation fertig ist. Also, wenn das gelöscht wurde. Wenn natürlich jetzt eingestellt ist, dass die Dateien in diesem Ordner jedes Mal wieder gelöscht werden sollen, jede Woche oder jeden Tag, dann muss natürlich dieses Häkchen aus dem Kontrollkästchen rausgenommen werden, da der Ordner existiert ja sonst nicht mehr. So, hier können wir noch sagen, Unused Disk Part, Disk Space, da können wir dann auswählen zwischen Festplattenabschnitten, USB-Sticks oder Speicherkarten von Handys oder weiß nicht was. Auf jeden Fall die ganzen Laufwerksbuchstaben kann man dort verwenden. System C, also das eigene System, worauf es läuft, erst gar nicht anklicken. Das wird sowieso eigentlich nicht gehen. Sollte zumindest. Denn ein Prozess, der am Laufen ist, kann nicht gelöscht werden, so. Gut. Dieses Recycle Bin, habe ich ja schon vorher gesagt, weiß ich jetzt leider nicht genau, wofür das steht, ist aber auch relativ egal. So, ich klicke jetzt nochmal auf File und dann auf Browse. Ich möchte ja auch einmal zeigen, wie das Ganze hier so funktioniert. Klicke ich auf Desktop, suche hier meine Datei raus, klicke auf OK und dann nochmal OK. Und jetzt haben wir hier diesen schönen Auftrag. Klicke ich nochmal oben auf Run Manually. Okay. Und dann klicken wir hier links oben auf Erase Schedule. Und dann sehen wir hier unseren Auftrag. Dann machen wir einen Rechtsklick da drauf und dann können wir sagen Run Now. Oder wir können den Task auch nochmal bearbeiten. Also sagen, es soll doch anders gelöscht werden, noch öfters oder weiß nicht was. Oder hier können wir ihn auch nochmal löschen. Ich klicke jetzt auf Run Now. Drauf achten, hier diese Datei, um die handelt es sich gerade. Run Now. Das Ganze wird jetzt dreimal gelöscht, überschrieben, die Datei verschwunden. Und im Papierkorb ist sie auch nicht mehr zu finden. Des Weiteren kann sie nicht mehr wiederhergestellt werden von irgendwelchen Programmen. So, das war's dann eigentlich auch schon. Bei weiteren Fragen einfach ab in die Kommentare damit oder eine persönliche Nachricht schreiben. Für die Leute, die keinen Google Plus Account haben oder keinen YouTube Account, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook-Seite. Dort könnt ihr auch gerne Fragen an die Chronik schreiben oder als persönliche Nachricht. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button Abonnieren. Und wie schon gesagt, die Leute, die keinen YouTube-Account haben, schaut in die Beschreibung. Dort ist ein Link zu meiner Facebook-Seite. Klickt einfach auf Gefällt mir. Dort werdet ihr auch, sobald ein neues Video online kommt, informiert. Des Weiteren kriegt ihr dort noch Zusatzinformationen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!